Herzlich willkommen zu dieser kleinen Videoreihe über geistliche Leitung. Ich möchte Ihnen gerne in mehreren kleinen Filmen einige Gedanken, die wir am Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung im Zusammenhang der Langzeitweiterbildung spirituelles Gemeindemanagement gemacht haben. Es geht um Entdeckungen bei einer Frage, die vordergründig gar nicht so schwierig erscheint. Was ist das eigentlich, geistlich führen und leiten? Zunächst ein paar einführende Überlegungen zu führen und leiten an sich. Was ist das? Es gibt da einen weitgehenden Konsens. In dem Wörterbuch zur Organisationspsychologie haben Jürgen Wegge und Lutz von Rosenstiel eine Definition von Leitung angeboten. Oder von Führung. Ob es da einen Unterschied gibt, müssen wir noch anschauen. Führung, so schreiben Sie, ist ein Sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, in denen eine absichtliche soziale Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer strukturierten Arbeitssituation zugrunde liegt. Definitionen sind immer hochverdichtet. Das ist so, als wollte man einen Maggi-Würfel in den Mund nehmen. Das schmeckt meistens nicht, man muss das etwas auflösen. Der Teil, auf den es besonders ankommt, ist gleich am Anfang. Führung, auch Leitung, ist immer ein Prozess absichtlicher, also nicht zufälliger, sozialer, also nicht irgendwie technischer oder Zwangsmittel anwendenderweise zur Einflussnahme. Was ist Führen und Leiten? Knapp gesagt, wer führt oder leitet, will Einfluss nehmen. Personen beeinflussen andere Personen und zwar meistens, um ein Ziel zu erreichen, das in der gemeinsamen Arbeitssituation angelegt ist. Ganz ähnlich auch in einem englischen Text von Alan Bryman, schon etwas älter, 1992. Bryman schreibt: Leadership is defined in terms of a process of, Achtung, social influence, whereby a leader steers members of a group towards a goal. Also auch hier wieder die Zielorientierung. Das ist also relativ klar, da ist auch kein großer Dissens. Leitung, Führung ist soziale Beeinflussung. Und dann habe ich es oft genug einfach durcheinander gebraucht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Führen und Leiten? Es gibt mehrere Ansätze, das zu erklären. Ein Ansatz im Englischen etwa unterscheidet Führen, Leadership, von Leiten, Management. Und Leadership wäre dann, dass wir das Richtige tun, die richtigen Ziele haben, die richtigen Visionen für unsere Organisation. Management, Leitung wäre, dass wir unsere Ziele auf eine effiziente und handwerklich gute Weise ansteuern. Eine andere Unterscheidung sagt, wenn wir von Führen sprechen, meinen wir eigentlich immer personale Prozesse. Es geht um die Führung von Menschen. Wenn wir von Leitung sprechen, geht es um Prozesse in der Organisation, um Arbeitsprozesse, die auf eine bestimmte professionelle Weise zu lösen sind. Malte Dethje, der bei uns zu diesem Thema eine Doktorarbeit geschrieben hat, hat am Ende ein bisschen resigniert, weil in der Literatur geht es nicht so schön geordnet zu, sondern da werden die Begriffe führen und leiten oft gleichbedeutend oder einfach munter durcheinander benutzt. Wir gehen also ganz entspannt damit um, neigen vielleicht ein wenig dazu zu sagen, führen führt Personen, leiten leitet Prozesse. Einige Fragen werde ich in dieser Filmreihe nicht besprechen. Die finden Sie übrigens hervorragend in Malte Dethjes Buch über Servant Leadership. Das ist ein Band in unserer Reihe Beiträge zur Evangelisation und Gemeindeentwicklung dargestellt. Da können Sie nachlesen, ob man eigentlich überhaupt andere Menschen führen darf.
und zwar in theologischer Hinsicht. Ist nicht allein Gott derjenige, der führt? Genauso kann man aber auch anthropologisch fragen, gibt es das eigentlich überhaupt? Darf man andere Menschen führen oder ist das ein übergriffiges Verhalten? Wenn man das Dürfen geklärt hat, kann man auch das Können befragen. Können wir überhaupt Menschen führen? Und wiederum theologisch und anthropologisch. Oder ist das nicht viel zu kompliziert, sodass es ganz naiv wäre zu denken, also ich will einen anderen Menschen beeinflussen, damit etwas auf diese oder jene Weise geschieht, als wenn der so leicht zu beeinflussen wäre und als wenn mein Versuch der Einflussnahme der einzige wäre, der in diesem ganzen System von menschlichen Beziehungen und Spielregeln und Gewohnheiten eine Rolle spielt. Diese Fragen werden wir hier nicht bearbeiten. Aber eine Frage werden wir bearbeiten: Was ist das Geistliche an Führen und Leiten?